Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Ich bin Eugen Minz aus Deggendorf und heute antworte ich wieder auf ein paar Zuschauerfragen. Die Frage Nummer 1. Veden bedeutet ja Wissen. Sind die Veden eine Religion oder ist es mehr eine jahrtausendalte Wissenschaft? Also weder noch. Es gibt den Begriff Veden und es gibt den Begriff vedische Schriften. Also das ist hier etwas anderes, obwohl in der gleichen Kultur entstanden. Zu dem Wort Veden selber. Im Grunde genommen, wenn man streng nimmt, sind Veden vier Begriffe oder vier große Schriften. Zum einen ist es die Rigveda, ich habe die hier aufgeschrieben. Zum anderen Samaveda, Yajurveda und Atharvaveda. Also diese vier, sage ich mal, Bücher oder Schriften nennt man die Veden. Was steht denn in diesen Büchern drin? Zum größten Teil stehen dort Lied, Gesänge, Mantra, die man gesungen hat, sind Aufrufungen an bestimmte Götter. Also in der Rigveda wird zum größten Teil an Gott Indra oder werden diese Lieder an Gott Indra gesungen oder für ihn zu Ehren dieses Gottes, zum anderen vom Gott Agni oder zum Feuer. Also es sind keine bestimmten Anleitungen. Es ist nicht ein Buch, wo darüber steht, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie unser Universum aufgebaut ist. Diese Bücher werden für rituelle Zwecke benutzt, um bestimmte Rituale auszuführen, um bestimmte ritualische Gesänge auszuführen. Yajur und Atharvaveda, die gehen schon dann mehr auf die Richtigkeit der Durchführung eines bestimmten Rituals, wo man vielleicht ein Feuer anzündet, wo man Mantren singt. Das sind in christlicher Weise ausgedrückt Gottesdienste sozusagen. Also das sind Anleitungen, wie man einen Gottesdienst aufbaut. Aber halt in der vedischen Kultur, da heißt es ja nicht Gottesdienst, da heißt es Ritual, kann man so sagen. Okay? Und das sind die Veden. Alles, was darum herum ist, das sind die vedischen Schriften. Zum einen sind große Begriffe für euch und vielleicht auch interessante Sachen, dass ihr dort mal reinguckt, wäre die Ramayana oder Ramayana auch, wenn man die Betonung anders legt. Das ist die Geschichte vom Gott Rama, der auf der Erde geboren ist, also ein Avatar von Vishnu sozusagen, wie das gedeutet wird und ausgelegt wird. In der Ramayana geht es darum, dass es einen bösen Dämon auf der Erde gab, den Ravana, und er hatte bestimmte mystische Fähigkeiten auch und wollte die ganze Welt bezwingen. Und weil die Erde offenbar darunter gelitten hat, unser Planet sozusagen, ist Gott Rama auf die Erde gekommen, wurde vom weisen Vasishtha unterrichtet, wurde für seine Mission vorbereitet und hat dann gegen den bösen Ravana gekämpft. An seiner Seite, vom Rama, war der Gott Hanuman, der Affengott, der ihn mit seiner Affenarmee unterstützt hat. Zum anderen gibt es die Mahabharata, ist auch ein großer Epos, sind sehr viele Bände, die das Mahabharata umfasst. Im Grunde genommen geht es hier um einen sehr großen Weltkrieg, auch während der Zeit der vedischen Kultur, einen globalen Weltkrieg kann man so sagen, das mindestens den ganzen eurasischen Kontinent mit eingenommen hat. Es gab sehr viele Stämme, die dort auch beschrieben werden, entwickelte Stämme, wilde Stämme, von bestimmten auch anderen Wesen, Menschenfressern und Dämonen, die gegeneinander gekämpft hat. Also die Welt hat sich damals zweigeteilt und die Guten sozusagen gegen die Bösen gekämpft. Den Schätzungen nach passierte das Mahabharata, also dieser große Kampf, ungefähr vor 5000 Jahren, sagt man so, schätzungsweise. Zum anderen wären interessante Schriften, dass man die kennenlernt, beziehungsweise kennen diese Schriften schon viele, das ist das Ayurveda, das ist das Veda oder die Schrift über Gesundheit, über das, wie man ein langes, gesundes Leben aufrechterhalten kann. Und zum anderen ist es die Vimanika Shastra. Die Vimanika Shastra ist auch für Leute, die wo neugierig sind, man kann da reinschauen, das sind Bauanleitungen für Fluggeräte. Bestimmt auch für Raumschiffe, UFOs sozusagen, aus unserer heutigen Sicht. Heutzutage versuchen viele Leute, die Metalle nachzubilden oder nachzumischen, bestimmte andere Stoffe, die in dieser Vimanika Shastra beschrieben werden. Aber zum einen scheitert
es an den Übersetzungen. Zum anderen kennt man diese Materialien heutzutage nicht mehr, die man früher dafür verwendet hat. Was wir hier aus der ganzen Geschichte sehen können, dass es offenbar keinen irdischen Ursprung hat, diese ganze Geschichte. Wenn in den vier Veden Halbgötter angepriesen und besungen werden, kann man auch darauf schließen, dass bestimmte Wesen die Erde besucht haben, die hier eine bestimmte Kultur verbreitet haben, sozusagen. Veden sind Anleitungen, wie man sich verhält, sind bestimmte Gesetze, kann man nur sagen, eine Gesetze für eine bestimmte Region, Gesetze, die von bestimmten überentwickelten Wesen geschrieben wurden. Man kann auch sagen, Außerirdischen sozusagen. So was Ähnliches gab es natürlich auch in anderen Kulturen, zum Beispiel in der griechischen Mythologie, wo Halbgötter gegen Götter gekämpft haben, der Zeus und Olymp und diese ganzen Geschichten, die Abenteuer des Odysseus. Aus unserer heutigen Sicht waren es auch Übermenschen, Menschen, die auch über bestimmte kosmische oder magische Waffen besessen haben und diese Waffen auch eingesetzt haben, zum Wohl oder zum Leid von anderen Lebewesen. Wenn man das Mahabharata, wenn man sich da ein bisschen reinliest, dann werden dort Waffen gleichgesetzt mit unseren heutigen Atombomben verwendet. Also die Kultur und der technische Stand waren zu der damaligen Zeit sehr, sehr weit entwickelt. Und wie das hier aus der Vimanika Shastra auch sehen, man hat sogar Flugschiffe gebaut, diese verwendet und diese verwendet auch, um bestimmte die Waffen abzuwerfen, so wie man heutzutage Atombomben abwirft. Also das gab es zu der damaligen Zeit auch noch. Man muss auch sehen, dass man muss auch verstehen, dass die Zivilisation auf der Erde die Zivilisation, die wir heute haben, von mindestens 33 Kulturen oder von mindestens 33 Zivilisationen, die von woanders auf die Erde gekommen sind, gebildet worden ist. Also da gab es Einflüsse, zum Beispiel wie in der indischen Kultur, die indischen Halbgötter. Man sagte überall, dass unsere Götter irgendwo vom Himmel runterkommen und uns unterrichten. In Ägypten gab es andere Besucher, dementsprechend vielleicht auch ältere, die zu einer früheren Zeit auf die Erde runtergekommen sind. Die haben dort eine bestimmte Kultur aufgebaut, die dann nach und nach zerfallen ist. Die Überbleibsel sind heute noch da leider und leider auch noch für uns spürbar. Natürlich die griechische Mythologie, die ich auch schon angesprochen habe, das waren wiederum andere Halbgötter, andere ja, Gottwesen, die auch übersinnliche, übermenschliche Kräfte gehabt haben. Aber man kann das so verstehen, dass eine bestimmte Zivilisation hier auf die Erde vielleicht runterkommt oder irgendwie landet und bestimmten Einfluss hier verbreitet, regional. Andersrum müssen diese Überwesen oder diese Halbgötter auch bestimmte Gesetze erteilen und schreiben. Die Gesetze, nach denen sich die Menschen dann verhalten müssen. Es ist ja auch so, dass auf der Erde so ein ständiger Zweikampf passiert zwischen der Kinder der Götter und zwischen der Knechte der Götter, also oder Sklaven der Götter. In der Mythologie der Sumerer wird ja eine folgende Tatsache dargebracht. Als die Götter auf die Erde gekommen sind, vielleicht hatten die einen Schiffsbruch sozusagen. Also ihr kosmischer Raumschiff ist irgendwie zu Schaden gekommen, die mussten hier notlanden. Die mussten sich hier natürlich auch versorgen, arbeiten, eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Zivilisation auch aufbauen. Natürlich waren die Halbgötter dann bemüht, etwas zu arbeiten und zu schaffen. Das war für sie zu schwer. Und dann hatten sie gesagt, sich zusammengesetzt, und haben beschlossen, hier auf der Erde Sklaven für sich zu schaffen. Also Wesen in unserer menschlichen Form, die für die Götter die ganze Arbeit erledigen würden. Für sie die Tempel und Anlagen bauen und für sie oder sie mit Essen versorgen auch. Und so hatte man Menschen gezüchtet, diese Mythologie nach, und die Menschen haben die Halbgötter oder die Götter versorgt. Also das waren die Knechte oder Sklaven der Götter. In anderen Kulturen, zum Beispiel in der slawischen Kultur, gelten die Menschen als Kinder der Götter. Also die Kinder haben hier auch bestimmte, sag ich mal, Kinder hinterlassen oder haben Kinder gezeugt und diese Wesen in Menschenform auch haben die auch als ihre Kinder behandelt, haben sie beschützt, haben sie vor
Schlimmen bewahrt, sozusagen. Und danach beginnt man, um einen bestimmten Einfluss zu kämpfen. Also eben die Kinder der Götter gegen die Sklaven der Götter. Natürlich möchte jeder Halbgott oder jedes übergeordnete Wesen hier auf der Erde mehr Einfluss gewinnen, aber die Tatsache ist die, dass man die ganze Erde nicht kontrollieren kann. Wenn man dazu ein kleines Schema auch aufzeichnet, ich denke, da oben habe ich noch ein bisschen Platz, wenn das unsere Erde ist. Und da ist der Mutterplanet dieser Wesen, sage ich mal, die auf die Erde gekommen sind und hier einen bestimmten Einfluss gewinnen wollen. Die Tatsache ist auch die, dass sie durch das Verbreiten von bestimmten Zivilisationen oder Strukturen auf der Erde hier ein bestimmtes Machtareal oder Einflussterritorium haben. Die können aber nicht die ganze Erde bezwingen oder nicht die ganze Erde kontrollieren, weil da spürt die Erde diesen Bezug, weil hier, das wird wie eine Kolonie, kann man so sagen. Und jede Kolonie, das wisst ihr alle selber, wird von bestimmten, muss bestimmte Ressourcen abgeben. In diesem Fall ist die Ressource die menschliche Lebensenergie. Also wenn hier so ein Wesen kommt und einen bestimmten Einflussbereich schafft, wird die Lebensenergie der Menschen oder anderen lebendigen Wesen in diesem Bereich an diesen Mutterplaneten und an dieses Muttersystem abgeleitet. Wenn die ganze Erde eingenommen wird, spürt sie das natürlich und gibt einen Rückschlag. Also die Erde ist ja auch so, dass sie sich energetisch verteidigen kann. Und wenn das für sie zu viel ist, gibt es einen Rückschlag hier auf diesen Mutterplaneten, so weit, dass ihr zerstört werden kann. Deshalb kann der Einfluss nicht global gemacht werden und sich nicht auf den ganzen Planeten verbreiten. Deshalb ist es heute von diesen Herren, von bestimmten Strukturen oder Egregoren, das Bestreben, die Anzahl der Menschen zu reduzieren. Das wird darum gemacht, weil eine kleinere Anzahl von Individuen leichter kontrolliert werden kann. Eine sehr große Anzahl von Individuen, die kann nicht mehr kontrolliert werden. Da gibt es eine bestimmte Grenze irgendwo, aber einen bestimmten Bereich. Und je mehr Menschen auf der Erde werden, überschreiten sie diese Grenze und werden nach frei, sozusagen. Jetzt sind wir ein bisschen in ein anderes Thema abgedriftet. Ob das eine Wissenschaft oder eine Religion ist, ich denke, das ist ersichtlich. Veden wie auch andere Geschichtsbücher werden von den Siegern geschrieben. Das gleiche auch hier. Man kann darüber streiten, wer vorher hier war und wer eigentlich bekämpft worden ist auf der Erde. Vielleicht frühere Zivilisationen oder frühere Kulturen oder Wesen, denen die Erde wirklich gehört hat am Anfang. Und dann kommen bestimmte Lebewesen hier runter und bilden ihre eigenen Gesetze. Natürlich steckt da sehr viel Wissen, sehr viel Wissenschaft auch drin in diesen Büchern. Und wie man das heute auch sieht, bildet man aus einer jeden Wissenschaft irgendwo auch eine Religion. Das war mit dem Buddhismus so. Buddha ist auf die Erde gekommen. Er hat auch gegen die vedische Kultur, gegen die vedische festgefahrene Kultur rebelliert, kann man so sagen, oder ist aufgetreten. Er hat gegen das Kastensystem auch sich ausgesprochen, dass das nicht in Ordnung sei. Und war dafür wie so ein Rebell, Revolutionär von vielen Brahmanen auch verstoßen oder verunglimpft worden für sein Wissen. Es sind seitdem er hier auf der Erde Gewalt hat, ca. 2500 Jahre vergangen und man sieht, dass aus seinen Lehren, aus seiner Weltanschauung eine bestimmte Weltreligion geschaffen wurde. Und die Weltreligion wird nach dem Leben so eines Propheten oder Heiligen von anderen Menschen geschaffen, die nicht mehr so heilig sind. Das gleiche passiert auch mit dem Christentum. Die Sachen, die Jesus gepredigt hat, sind ganz, ganz andere, wie in der Bibel teilweise stehen, weil die Bibel, die auch den Grundstein des christlichen Glaubens legt, da gibt es ja auch das Alte Testament vor Lebenszeit des Jesu. Dann sagt man, dass Jesu als Heiliger oder als Sohn Gottes erst nach 300 Jahren, wo er schon gestorben war, erklärt wurde. Und man hat die Bibel einige Male korrigiert, bestimmte Sachen rausgenommen, bestimmte andere Sachen hineingefügt. An diesem Beispiel möchte ich euch erklären, dass es mit den Veden ungefähr genauso passiert sein könnte.
Die Veden wurden ja aus dem Sanskrit übersetzt. Man weiß nicht von wem, offenbar von den Engländern, weil die Engländer hatten ja Indien als Kolonie zu der damaligen Zeit. Und ich würde das sehr, sehr kritisch betrachten, inwiefern die Engländer die Veden richtig übersetzt haben und inwiefern oder welche Absichten sie beim Übersetzen verfolgt haben. Weil ich erzähle euch eine sehr interessante Geschichte, wie das damals abgelaufen ist. Vor circa 250 Jahren war das so, war ein englischer Offizier, hat Indien bereist und hat sehr viele Tempelanlagen sich angeguckt, hat geguckt, wie die Menschen leben, Schlösser und Bauten hat er sich angeschaut in Indien und hat sich gewundert, dass die Menschen damals so reich leben. Es gab damals keine Armen, es waren sehr viele Tempel mit Gold verziert, es waren sehr große Goldstatuen dort, also das Land Indien war sehr, sehr reich und sehr fruchtbar. Und mit den Jahren des englischen Einflusses, wer Interesse hat, fährt mal bitte nach Indien und guckt, was jetzt dort passiert, wie viele arme Menschen dort rumlaufen. Also das Land wurde sozusagen ausgeraubt, sage ich mal so. Die ganzen Schätze aus den Tempeln, aus anderen Anlagen wurden in irgendwelche vielleicht Museen gebracht, wurden vielleicht umgearbeitet oder das Gold wurde aus Indien weggeschaffen, wie man es auch mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen macht. Und so ist das Indien jetzt so ein Entwicklungsland, kann man so sagen, mit sehr vielen Leuten, die einfach auf der Straße sind, betteln, Leute, die wohl nichts zum Essen haben. Also aus einem sehr, sehr reichen, wohlhabenden Land hat man in 200 Jahren ein Entwicklungsland geschaffen. Okay, so passiert es leider mit dem System von Kolonien. Und das Gleiche schafft man hier auf kosmische Art und Weise auch. Man hat irgendwo einen Mutterplaneten und der schafft sich kleine Kolonien in anderen Bereichen der Galaxis, sage ich mal so, und zehren von diesen Kolonien und schöpfen hier bestimmt vielleicht Ressourcen auch. Ich habe keine Ahnung, wie das genau vorgeht. Auf alle Fälle schöpfen sie unsere Lebenskraft durch bestimmte Systeme, wie das Technologie-Informationssystem, über das Bankensystem, wo die Menschen darunter leiden, wo die Menschen in einer bestimmten Gefangenschaft sich befinden, wo die Menschen ihre Lebenskraft in Form von Aufmerksamkeit hinschenken, zum Beispiel das ganze System des Fernsehens, Musik und andere Sachen, Mode, wo die Menschen ihre Lebenskraft investieren und vergeuden, wird im Grunde genommen über energetische Systeme oder Strukturen abgeleitet und von der Erde weggeschafft. Genau, so viel zu den Veden. Also die vier grundlegenden Veden, die man eigentlich als Veden bezeichnet, sind Rigveda, Samaveda, Yajurveda und Atharvaveda. Das sind also Ritualgesänge oder Ritualgebete, die gesungen werden an bestimmte Halbgottheiten und Anleitungen, wie man ein Ritual richtig durchführt. Und alles andere drumherum nennt man die vedischen Schriften. Also nicht mehr die Veden, die vedischen Schriften. Ich rate euch, euch schon mal da rein zu gucken, sich mit diesen Sachen vertraut zu machen, zu gucken, was die eigentlich an den Menschen weitergeben, welches Wissen, das Potenzial. Natürlich muss man alles, sage ich mal, für unsere heutige Zeit modifizieren und konform für unsere heutige Zeit, für unsere heutige Weltanschauung schaffen. Wenn wir das Beispiel Ayurveda nehmen, das Ayurveda gilt ja für eine bestimmte Region mit einem bestimmten klimatischen Hintergrund, mit einer bestimmten Flora und Fauna sozusagen. Und Sachen, die in der Ayurveda beschrieben werden, also Gemüse, andere Sorten, vielleicht auch Getreide, Hülsenfrüchte, wachsen normalerweise in Europa nicht. Heutzutage, vielleicht gab es diese Sachen auch nie in Europa und wir müssen uns einfach auch davon ernähren oder uns unserer Region anpassen. Also im Idealfall, dass man sich von diesen Sachen ernährt, die regional wachsen, die es um uns herum gibt. Natürlich auch muss man unser Klima berücksichtigen. Also unser Klima ist ein ganz, ganz anderes wie in Indien. Und speziell das Ayurveda wurde für die damalige Kultur oder ist aus der damaligen Kultur entstanden, mit den damaligen klimatischen Bedingungen, mit den damaligen landwirtschaftlichen Bedingungen. Also das ist nur ein kleines Beispiel.
Und wie gesagt, wenn man sagt, dass die Geschichte von Siegen geschrieben wird, ist es auch ein Streitpunkt sozusagen, ob die jetzt die Guten oder die Bösen sind. Im Grunde genommen haben wir jetzt das auf dem Planeten, was wir haben, und wir müssen lernen, damit zurechtzukommen, mit dem, was heute um uns herum passiert. Und daraus auch unsere Weisheit ziehen und da auch an bestimmte Sachen uns anpassen. Weil die Evolution ist ja eine Sache, wer sich gut anpassen kann, der kommt weiter, der überlebt. Wer sich nicht anpassen kann, wer irgendwo an bestimmte alten Tendenzen hängt, an bestimmte alten Weltvorstellungen hängt, der kann natürlich irgendwo auf der Strecke bleiben, dadurch auch. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Ich wurde gefragt, ob ich über Methoden erzählen kann, um die eigene Aura zu bereinigen. Am Anfang schauen wir uns kurz an, was die Aura ist. Die Aura ist ein Kraftfeld um den Menschen herum, und die Aura wird aus dem bioenergetischen Feld des Menschen aufgebaut. Zum einen sind es die Wärmefelder, die der Körper ausstrahlt, zum anderen sind es biomagnetische Felder. Also wir haben sehr viel Energie, die in den Körper fließt, in Form von Flüssigkeiten, in Form von Elektrizität. Und diese ganzen Bewegungen, die im Körper stattfinden, bauen unser elektromagnetisches Feld auf. Zum anderen ist es auch so, dass die Aura auch von unserem emotionalen Zustand bestimmt ist. Es heißt, wenn der Mensch aggressiv, böse wird, hat er eine eher rote Aura. Wenn der Mensch geistige Praktiken durchführt, in einem meditativen Zustand sich befindet oder gerade beim Beten ist, wird er eine eher hellere Aura haben oder sogar eine eher so weiß-violette Aura haben. Also das sind dann die oberen Zentren, die aktiv ist. Je nachdem, welches Chakra aktiv ist, diese Farbe soll auch die Aura des Menschen einnehmen. Wenn man darüber spricht, wie man die Aura bereinigt, muss man zuerst darüber sprechen, was die Aura natürlich schmutzig macht oder unrein macht, welche Verhaltensweisen oder welche Situationen, um dann sozusagen Vorbeugemaßnahmen einleiten zu lassen, um die Aura sich nicht zerstören zu lassen, nicht kaputt machen zu lassen und die Aura sich auch nicht zu verschmutzen. Okay? Zum einen sind es natürlich der ganze Elektrosmog, der hier um uns herum aufgebaut ist und existiert, durch die Handymasten, durch die ganzen Informationsmedien, durch das Stromsystem, das in unserem Haushalt, also mit dem jedes Haus durchzogen ist. Das sind natürlich auch elektromagnetische Felder von großer und kleiner Stärke, die ja, drücken oder die wirken auch auf unsere Aura sozusagen, die verzehren unsere Aura. Und so ist es zum einen dieser elektromagnetische Einfluss, okay, von unserer technogenen Welt. Zum anderen ist es natürlich auch die Nahrung, sage ich mal so, weil die Nahrung soll auch eine bestimmte Aura haben. Wenn man einen Apfel nimmt, der hat ja auch ein bestimmtes Leuchten um sich herum. Leider ist es heutzutage so, dass man kaum so ein Obst oder Gemüse findet, das eine bestimmte, ja, große oder eine gesunde Aura hat, und man muss sich mit der Nahrung zufriedenstellen, die gar kein Leben in sich trägt. Okay, Obst, Gemüse und vielleicht auch Getränke, sage ich mal so. Wenn wir Wasser irgendwo aus einer Quelle im Wald haben, eine Quelle, die vielleicht irgendwo aus Bergen halt herunterströmt, das Wasser, dann kann man auch sagen, das Wasser ist, hat eine bestimmte Ladung, eine bestimmte Lebendigkeit in sich drin. Wenn man so ein Wasser trinkt, fühlt man sich natürlich voller Leben. Wenn man irgendwo Wasser aus der Leitung trinkt oder sonstiges Wasser aus der Flasche trinkt, dann hat dieses Wasser eine ganz, ganz andere Information, ein ganz, ganz anderes Leben. Und wenn wir diese Information in uns hineinfüllen, ist es natürlich auch abhängig, wie unsere Aura dadurch aufgebaut wird oder zerstört wird. Also das ist der andere Einfluss. Zum anderen ist es auch so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen neigen, depressiv zu sein, böse zu sein, eigentlich auch schlechte Emotionen zu haben oder in schlechten Emotionen sich zu befinden. Und natürlich, wenn dann ein anderer Mensch kommt, der durch seinen depressiven, aggressiven Zustand eine kaputte Aura hat sozusagen oder sogar eine graue Aura hat, eine schmutzige Aura hat, dann wirkt das natürlich auf uns, weil das ist ja auch eigentlich, sind zwei Magnete, die aufeinander wirken. Okay?
zwei Menschen. Und jeder hat einen Einfluss auf den anderen. Natürlich, wer eine gute, reine, saubere Aura hat, der zum Beispiel jetzt einen Retreat gemacht hat und vielleicht sogar einen Einzelretreat irgendwo im Wald, im Zelt, hat dort zwei Wochen verbracht, meditativ, hat sich gut gesund ernährt oder hat sogar gefastet. Und das ist seine Aura sehr, sehr groß und sehr stark. Und er kommt in die Großstadt zurück und geht zum Beispiel zum Einkaufen und dann trifft er solche Menschen um sich herum. Klar geht es diesen Menschen dann besser, weil er von seiner großen, starken Energie so ein kleines Energiepotenzial abgibt. Die wirken auf ihn aber negativ durch ihre kaputte, zerstörte und dreckige Aura natürlich. Dem geht es danach ein bisschen schlechter, der muss sich wieder regenerieren und sein Energiefeld aufbauen. Und diesen Menschen geht es danach ein bisschen besser, weil sie tatsächlich an eine kleine Energiequelle gekommen sind. Weil aber in unserer heutigen Gesellschaft wenig Menschen praktizieren, sehr wenig Menschen sich in Ordnung halten mit gesunder Nahrung, mit bestimmten auch Praktiken, ist es so, dass der energetische Zustand unserer heutigen Welt und unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr miserabel ist. Deshalb ist es früher so gewesen auch und es ist heute so, um eine gute, saubere Aura zu haben, um seine Aura wiederherzustellen, müsste man irgendwo ins Abseits gehen, also in die Natur, in den Wald, sich zurückziehen. Also diese Form von Einsiedelei gab es früher auch und hat diesen Hintergrund. Und das könnte man natürlich, wenn man bestimmte Möglichkeiten hat, auch heute betreiben, dass man sich zurückzieht für sich, wenn man schon diesen Drang hat, aus sich etwas zu machen, sich energetisch in Ordnung zu bringen, dann könnte man das nutzen. Und das nutzt man natürlich auch, weil Gedanken sind ja auch Felder, die um unseren Kopf herum sind. Und die Gedanken des einen wirken auf die Gedanken eines anderen, genauso wie diese zwei Magnete. Und dann kann man so, wenn man sich hier von seinen Begierden, Gewohnheiten befreit hat, irgendwo im Wald in der Einsiedelei, so als Beispiel. Und dann geht man in die Großstadt zurück, wirken die Gedanken, Tendenzen anderer Menschen, die ja nicht so rein sind, auf den einen Praktiker. Und dann bekommt er auch einen Teil dieser Gedanken und Tendenzen. Diese Menschen müssen sich natürlich dann zurückziehen, für sich alleine praktizieren, um von den Gedanken, von den Einflüssen der anderen nicht gestört zu werden, sozusagen. Speziell was die Reinigung, wenn man jetzt sich in so einem Zustand befindet, habe ich einen Prozess bereits angesprochen. Das ist das Herausgehen in die Natur für eine bestimmte Zeit. Die Wälder haben eine, ja, man muss diese Wälder finden. Normalerweise müsste die Welt eine sehr kraftvolle, sehr starkes Energiepotenzial besitzen, die dann euch mit ihrer Energie aufladen, wenn es euch nicht so gut geht. Dann gibt es noch ein Thema, wie man die Aura reinigen kann, das ist einfach das Feuer. Bei mir war das mal so, dass ich ein Seminar besucht bzw. übersetzt habe, wo Menschen mit schlimmen Krankheiten gekommen sind als Teilnehmer dieses Seminars. Es waren ungefähr 40 Menschen und man fühlt dann nach 2-3 Tagen, wenn man mit solchen Menschen Kontakt hat, dass die eigene Aura schwarz wird sozusagen. Dass man fühlt hier, wie diese Schwärze dann auf einem haftet, irgendwo um einen herum und man weiß sich nicht zu helfen, diese Schwarze loszuwerden eigentlich. Oder diese schlechte Information sozusagen, die man von den anderen abbekommen hat. Und intuitiv, so aus meinem Inneren heraus, bin ich dann auch raus. Es war nicht so warm oder heiß, dass man baden könnte, aber intuitiv musste ich ein Feuer machen, mich an das Feuer setzen, mich über dem Feuer halten, dass das Feuer sozusagen in diesem Energiefeld auch brennt und die Aura so auf diese Weise reinigt durch die Infrarotstrahlen des Feuers und durch die Hitze des Feuers, weil das Feuer ist ja ein Element, das halt bestimmte Strukturen oder Energien verwandelt und transformiert. Und so kann man sich mit Hilfe des Feuers auch reinigen. Was auch sehr gut ist, weil ich hier von Wasser oder Quellwasser gesprochen habe, ich bin nach dem Feuer in den Fluss baden gegangen, dann wieder Feuer, wieder Fluss und kaltes Wasser und wieder Feuer. Und so ist es auch möglich, die innere Aura wieder, die Aura eigentlich in Ordnung zu bringen und sich von bestimmten Sachen einfach zu befreien. Natürlich gibt es so eine Praktik, wo man über glühende Kohlen läuft. Das ist nicht nur eine Askese oder das macht man nicht darum, weil es lustig ist. Das passiert
so dass diese glühenden Kohlen auch bestimmte Infrarotsignale ausstrahlen und uns über die Füße halt bestimmte Nervenrezeptoren stimulieren zum einen. Und die Füße sind ja mit dem ganzen Körper über Kanäle verbunden. Man reinigt so die inneren Kanäle. Zum anderen, diese Infrarotfelder, die hier entstehen, reinigen unsere Aura sehr, sehr gut auch ebenfalls. Das macht man auch dafür, um Energie und mentale Parasiten auch in seiner eigenen Aura loszuwerden. Also eine der Möglichkeiten ist eben, über glühende Kohlen zu laufen. Also wir bitten ja das hin und wieder an bei unseren Yoga-Camps, wenn wir uns in der Natur treffen. Das sind Reinigungsmöglichkeiten. Wir singen das Mantra am Feuer, wir springen teilweise auch über das Feuer, wer drüber springen möchte, und wir laufen über glühende Kohlen, um eben unsere energetischen Felder zu reinigen. Okay, es geht weiter mit der Frage, welches Chakra ist am meisten betroffen als Ursache für starke Aggressionen? Gut, das ist das Muladhara Chakra. Ich schreibe das eben mal auf. Muladhara Chakra, Mula bedeutet Wurzel, das Wurzelchakra, also das unterste Chakra, die Farbe rot, und sie befindet sich auf Höhe des Steißbeins und der Beckenboden. Sie ist für Aggression zuständig, wenn sie bestimmte Energie aufbaut und diese Energie nicht ganz harmonisch ist. Aber sehr, sehr wichtig ist es zu verstehen und zu separieren, warum die Aggression entsteht. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Wenn die Aggression irgendwie aus Neid entsteht, weil der andere etwas hat, was ich nicht habe, weil der andere sich irgendwie benimmt, wie ich mich nicht benehmen kann, aus diesen Hintergedanken, wenn man diese Aggression aufbaut gegenüber anderen, dann ist es eine falsche Aggression sozusagen. Man sollte solche Aggressionen mit bestimmten Praktiken, mit bestimmter Verhaltensweise beseitigen. Wenn es natürlich so ist, dass ich von jemand ständig geärgert werde, wenn irgendwie ein Energieparasit, vor allem sind es die Menschen, die auf dieses untere Chakra einwirken, auf das Muladhara Chakra, wenn die mich ärgern, aufregen und sonst irgendwie ihre Aufmerksamkeit oder besser gesagt meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, muss ich dann natürlich angreifen. Wenn in solchen Fällen eine Aggression auftaucht oder aufgebaut wird, dann ist es nur euer Schutzmechanismus. Es muss man auch separieren. Das nennt man dann nicht mehr Aggression, das ist eine rechtschaffende Wut, kann man so sagen. Wenn jemand sich nicht entsprechend benimmt, muss man ihn natürlich dabei auch stoppen. Und schon in dem Fall, wenn es Energieparasiten sind oder in Menschenform, dann muss man sie erst recht stoppen. Man kann jetzt nicht diesen Menschen spielen, ich bin jetzt tolerant für alles und ich bin jetzt ein Heiliger und ich lebe im Pazifismus sozusagen. Das wäre das Gleiche, wenn man jetzt Läuse bekommt oder irgendwie Zecken auf der Haut hat und sagt, ja, ist ja egal, ich habe die meinem Karma nach verdient und ich setze mich hin und schaue zu, wie die mein Blut aussaugen. Also bei solchen Parasiten werde ich ja auch alles Mögliche tun und alle möglichen Mittel einsetzen, diese loszuwerden. Genauso ist es bei energetischen Parasiten. Wer das zulässt, dass er ausgesaugt wird, dass einem Energie genommen wird, der ist sozusagen selber schuld. In dem Fall könnte man eine bestimmte Aggressivität, eine bestimmte Wut aufbauen, weil diese Wut und Aggressivität einfach die Parasiten nur abwirft, sozusagen. Aber der energetische Schlag soll so stark sein, dass dieser Parasit nicht mehr kommt. Im Grunde genommen, wenn diese Aggression nicht genug ist, und der hat nur, weil Aggression ist ja auch deine Lebensenergie, wenn der andere nicht stark genug abgewehrt wird und nur deine Aggression als Lebensenergie irgendwo sich aufnimmt und gegessen hat und dem geht es eine Zeit lang gut, dann kommt er wieder. Also wenn ihr Parasiten abwehrt, müsst ihr das so machen, dass die auch nie wieder kommen. Also da müsst ihr schon ein sehr starkes Energiepotenzial aufbauen. Ich verstehe das in dem Fall auch so, dass das Muladhara Chakra ist ja mit der Erde verbunden. Und wenn diese Aggression abgebaut wird, man schließt sich also über seine Beine und Fußsohlen der Erde sich an und man zieht, also das kenne ich aus slawischen Kampfkünsten, man zieht einfach die Energie oder die Kraft aus der Erde in sich rein, um zu kämpfen, um zu wehren. Dann ist diese Aggression gerechtfertigt, um sich
zu verteidigen. Es ist ja auch so, wenn man jetzt über Heilige redet und spricht, es waren ja nicht alle Heilige so zahm und friedlich und sind irgendwo versteckt in Höhlen oder Klöstern gesessen und gebeten. Das hat es natürlich auch gegeben. Aber es gibt auch den Begriff Heilige Krieger, diese gab es in verschiedenen Kulturen sozusagen, in der slawischen Kultur, in der christlichen Kultur, auch im Islam gibt es diese heiligen Krieger. Die Kamikaze-Piloten waren heilige Krieger, wurden wie Halbgötter angebetet von den japanischen Einwohnern damals. Und es gibt diesen Begriff Samadhi Satori, der ist auch aus der japanischen Kultur entstanden. Samadhi ist ja der Begriff, wo das eigene Bewusstsein einen Energiekanal nach oben aufbaut und sich über diesen Energiekanal mit dem Schöpfer oder mit dem Absolut verbindet. Man kann natürlich diesen Energiekanal durch sehr, sehr lange, durch viele Jahre Praxis, Meditation, Gebete aufbauen. Man kann das natürlich auch sehr schnell aufbauen, wenn man in einen gerechtfertigen Selbstmord geht. Zum Beispiel wie die Kamikaze-Piloten, die ihr eigenes Land, ihr eigenes Volk mit ihrem Tod verteidigt haben. Wie das bei den Veteranen des Zweiten Weltkriegs gewesen ist, die auch ihr eigenes Land, ihre eigene Familie verteidigt haben und mit einer Handgranate auf einen Panzer losgegangen sind und dabei auch umgekommen sind. Also dieser Selbstmord in Form von Selbstaufopferung für seine Heimat, für sein Land und für seine Familie schafft tatsächlich einen sehr starken und einen schlagartigen Energiekanal nach oben zum Absolut. Und diese Menschen sind dann Heilige sozusagen. Und wie ich schon angesprochen habe, gab es diese Heilige in vielen Religionen, in vielen Kulturen. Zum anderen, wenn wir auch Jesus betrachten, und viele meinen vielleicht, dass er auch so zahm und lieb und keusch war, war es nicht ganz so, wie man das uns vermittelt. Also wenn man die Geschichte betrachtet, wo Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel herausgeworfen hat, also kann man daraus schließen, dass Jesus ein Löwe war, dass Jesus stark genug war und auch eine bestimmte rechtschaffende Wut aufbauen konnte, um diese Parasiten sozusagen aus dem Tempel zu vertreiben. Also da musste er auch seine Muskelkraft und auch Gewalt anwenden, um hier eine bestimmte Klarheit und eine bestimmte Reinheit zu schaffen. Zudem muss man auch ansprechen, dass Jesus auch Kinder hatte, also er war ein ganz normaler Mensch mit allen normalen menschlichen Funktionen. Der einzige Unterschied war, dass er seinen eigenen sehr starken und großen Energiekanal bereits hatte und viele von uns diesen Kanal eigentlich nicht haben. Das passiert dann so am Anfang, wenn man beginnt zu praktizieren, ob das Yoga ist, eine Religion ist oder sonstige esoterische Schulen oder Richtungen sind, ist es so, dass es einen Guru gibt oder einen Gelehrten gibt meinetwegen oder einen Priester gibt, der schon über einen stärkeren Kanal verfügt. Und die ganzen Schüler, die ihm dann folgen, die arbeiten natürlich, weil sie keine eigenen Kanäle haben, die arbeiten natürlich über ihren über den Kanal ihres Gurus oder Priesters sozusagen. Weil die folgen ihm, die meditieren mit ihm zusammen und er zieht sie durch seinen eigenen Kanal mit in höhere Sphären sozusagen. Das ist natürlich aber Kindergarten, sage ich mal so, wo man, wo einem noch geholfen wird zu praktizieren und zu meditieren und wo das geistige oder spirituelle Potenzial des Lehrers auf seine Schüler auch aufgeteilt wird. Im Grunde genommen muss jeder früher oder später dazu kommen, dass er seinen eigenen Energiekanal aufbaut durch eigene bestimmte Weltvorstellung, durch eigene Weltanschauung und durch seinen eigenen inneren Dialog mit dem Absolut oder mit dem Schöpfer. Das ist im Grunde genommen dann auch nicht wichtig, über welche Religion ihr anfängt, das zu praktizieren, über welche Schule, wo ihr am Anfang seid. Im Grunde genommen müsst ihr euch auf einen bestimmten oder zu einem bestimmten Moment von allen lösen, von allen Religionen, von allen Strukturen, von allen Lehrern und selber für euch tatsächlich praktizieren, selbst für euch meditieren. Okay?
Gut, zur Aggression nochmal ein paar Worte zu der Muladhara Chakra. Es ist so, wenn euch diese Aggression stört, wenn sie fehl am Platz ist gerade, versucht diese Aggression umzuwandeln. Es kann auch so kommen, dass ihr zu viel Energie irgendwo habt und diese Energie versucht irgendwo rauszufließen, irgendwo nach außen zu kommen. Wenn ihr es nicht schafft, sie nach oben zu leiten in höhere, energetisch halt feinstofflichere Zentren oder Chakren, könnt ihr versuchen, diese Aggression durch Muskeltraining abzubauen, durch Joggen abzubauen oder Fahrradfahren durch Hatha-Yoga. Hatha-Yoga wäre die beste Methode vielleicht, wenn ihr die Aggression habt. Zum anderen ist die Aggression ja auch im Kopf irgendwo behaftet. Ihr müsst es schaffen, diese Aggression auch im Kopf zu beseitigen, im Kopf abzuschalten. Im anderen findet euch einen bestimmten positiven, sage ich mal, positiven Kanal, diese Aggression loszuwerden. Vielleicht ein folgendes Beispiel. Ich bin auf jemand aggressiv sozusagen. Ich möchte diesen Menschen aber nicht wehtun und diese Aggression ist nicht gerechtfertigt. Und bevor diese Aggression in das hinausfließt, dass ich diesen Menschen Schaden zufüge, irgendwie körperlich oder auf andere Art und Weise, nehme ich diese Aggression, sehe das als Energiepotenzial und leite das in meine eigenen Lebensprojekte. Zum Beispiel in mein eigenes Geschäft, in meine Ausbildung, in mein Business und versuche, wie auf einer Welle, wie ein Surfer auf der Welle reitet, versuche auf meine Aggression die so auszunutzen, dass ich erfolgreicher bin, dass ich in meinen Projekten eigentlich mehr schaffe, sozusagen. Okay? Gut, und hier noch ein paar Sachen dazu. Wir sehen, dass man sehr viel Zeit auch mit Schriften, mit Reden, mit der Wissenschaft verbringen kann, jahrelang damit verbringen kann. Aber das ist dann auch so, dass es tatsächlich zum einen schon interessant ist, sehr viel zu wissen, zum anderen alleine durch das Lesen von Büchern oder irgendwelcher Literatur könnt ihr diese Kanäle nicht aufbauen. Das passiert alleine durch eure geistige Praxis. Durch eure Gebete, durch eure Meditationen, durch euren Dialog zum Absolut, den ihr selber für euch in eurem Inneren aufbaut. Okay, darum geht es letztendlich und es geht auch darum, dass unser ganzes Wissen, unsere ganzen Weltvorstellungen von Religionen, Veden, Bibel oder anderen geistigen Schriften der anderen Religionen irgendwo uns hier auch stören, direkt nach oben unseren direkten Kontakt aufzubauen. Deshalb wird es früher oder später auch so sein, dass ihr euch von diesen ganzen Vorstellungen, von diesen ganzen Weltanschauungsgeschichten, von diesen ganzen Büchern, von diesem ganzen Wissen einfach lösen müsst, befreien müsst, euch reinigen müsst, dass dieser direkte Kanal bei euch besser funktioniert, reiner ist, dass ihr schneller und intensiver nach oben raus könnt in euren meditativen Praktiken. Okay? Gut. Das war's für heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Fragen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.